Emotion pur, die größte Seat-, Opel- und Honda-Autoshow im Raum Köln-Bonn. Autohaus Langer, direkt an der A3 in Lohmar. Deine Zukunft. Lach dich schlau. Ende Juni war der Jugendcoach und Kabarettist Matthias Jung mit seinem Vortrag zum Thema Berufsfindung, Deine Zukunft, lach dich schlau, zu Gast am Berufskolleg Siegburg. Ab 9:45 hatte in der Aula vor Schülerinnen und Schülern auf unterhaltsame Weise über das für die jungen Leute so wichtige Thema gesprochen. Wir als Lehrer wissen im Grunde auch, wie schwer das ist, quasi einen Beruf zu finden, der einem Spaß macht und auch sich festlegen muss dann für mehrere Jahre. Und wir wollen auch ungern mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, Mensch, ja, mach das, mach das, mach das und immer irgendwelche Anweisungen erteilen. Und wie gesagt, übers Internet habe ich die Homepage von Herrn Jung gesehen und da ist mir eben aufgefallen, dass er das eben auf witzige, humorvolle Art und Weise mit Poetry Slam rüberbringt und ich glaube einfach, dass man die Schüler, unsere Schüler besser ansprechen kann, dass sie das auch eher annehmen, als wenn wir immer sagen, du musst das und das und das tun. Matthias Jung hat Diplompädagogik studiert und war nach seinem Studium vor allem als Autor für namhafte deutsche Comedy-Formate wie TV Total oder die Heute Show tätig. Zudem hat er sich seit 2005 als Kabarettist und Buchautor einen Namen gemacht und war 2014 bis 2015 mit einer täglichen Comedy-Serie im Radio zu hören. Also ich weiß, wie schwer es bei mir war, so den richtigen Beruf zu finden. Man wird jetzt nicht so auf einmal, wacht man nicht mit 10 Jahren auf und sagt, oh, ich werde Komiker. Also da waren eher andere Berufe im Kopf und ich weiß, wie es den Jugendlichen heute geht. Sie haben viele Möglichkeiten. Aber so ein bisschen mal ein paar Tipps zu geben, was wichtig ist, auf was kann man achten, worin bin ich gut, was ist realistisch, das muss man ja auch bedenken, ne? Was ist machbar und was macht mir Spaß. Und ja, und das möchte ich so ein bisschen davon erzählen, wie es bei mir war und das macht eigentlich immer Spaß in deinem Fall. Nach einer Weiterbildung zum Jugendcoach im Bereich Schulpotenzialtraining hält er nun an vielen Schulen seinen Vortrag und diskutiert dabei mit jungen Leuten über ihre Zukunft. Was mir wichtig ist, einfach, dass sie zuhören, dass sie wissen, okay, da vorne ist auch einer, der ging es genauso, der hatte, als ich 15, 16 war, wenig Selbstbewusstsein und hatte keinen Plan, was aus mir wird. Und sie sollen einfach relaxed sein, sie sollen schauen, was ihnen Spaß macht und gucken und sie sollen einfach so ein bisschen was mitnehmen vielleicht. So, es gibt ja dieses Wörtchen, habe ich am Ende gesagt, dieses Wörtchen Mut. Ich würde versuchen, sie zu motivieren, quasi zu ermutigen, heißt es ja auch so schön, das durchzuziehen, was ihnen Spaß macht, egal was vielleicht auch mal die Eltern oder die Kumpels sagen, sondern einfach Mut haben, einfach rauszugehen und zu schauen und zu suchen, ausprobieren und dann werden sie auch finden. Wer sucht, der findet. Mehr über Matthias Jung finden Sie auf seiner Internetseite jungmatthias.de. Bis dann.